super. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe hier ganz viele Fragen zu deinem neuen Song vor allem. Aber ich habe ja manchmal so eine Standard-Einleitungsfrage und diesmal stelle ich sie auch mal wieder. Wie geht's dir denn heute, sag mal? Ja, eigentlich soweit ganz gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Das Wetter ist toll und der Release ist jetzt raus. Also ich kann mich nicht beschweren. Super eigentlich. Ja. Dann lass uns doch über den Release sprechen. Ich meine, der Song heißt ja I Tried It All und es ist ja schon so, ja, man hört so ein bisschen raus, worum es gehen könnte, ne? Also um Beziehungen, um darum, dass einer kämpft und es hat irgendwie doch nicht gereicht. Wie würdest du denn den Song zusammenschreiben, zusammenfassen? trifft es das schon relativ gut, so wie ich das in den 2, 3 Sätzen gemacht habe? Oder erzähl mal, was sagt denn der Künstler dazu? Ja, prinzipiell, also so grundsätzlich hast du recht. Es geht auf jeden Fall um Liebe und also es ist schon eine Liebesgeschichte dahinter. Und zwar geht es darum, dass man so ein bisschen den Partner versucht zu stützen und alles für ihn gibt. Aber im Endeffekt das nicht reicht. Man hat halt alles versucht und ja, das war so ein bisschen bezugnehmend. Jetzt rede ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Auch diese ganze Corona-Zeit, wo man da diese ganzen Corona-Maßnahmen, die auf einem lasteten, wo man halt nichts mehr machen konnte mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Und vor allem für mein Umfeld, Freundinnen, da war es oftmals ziemlich schwierig, was so die Psyche anging, weil man sehr auf sich allein gestellt war und auch noch teilweise ist. Und viele Leute, das darf man nicht vergessen, haben damit ziemlich zu kämpfen, was das angeht. Und ja, mir ging es darum, da zu sagen, hier, ich versuche alles und weil man erreicht die Person auch nicht, deswegen, also ist es schwierig, aber man liebt diese Person ja und man möchte helfen und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen die Intention, weil ich da viel gesehen habe, wie viel schief läuft. Und ja, ich wollte so ein bisschen schreiben, ja, so eine Hymne, dass man da irgendwie versucht, so viel zu geben und im Endeffekt die Person vielleicht nicht richtig erreicht, aber es lohnt sich trotzdem, dran zu bleiben. Okay, weil meine zweite Frage wäre jetzt gewesen, wie du auf den Song gekommen bist. Aber das heißt ja für mich auch so ein bisschen, hätte es Corona nicht gegeben, würde es den Song wahrscheinlich auch nicht geben, oder? Vermutlich ja. Also bei so Songwriting-Sachen, das führt immer das eine zum anderen. Ich meine, es ist ja immer aus so einer gewissen Emotion geboren, dass man irgendwie ein Lied schreibt überhaupt. Und ja, hätte ich diese Emotion, ich meine, diese 2 Jahre jetzt oder 2,5, ich weiß es nicht. Mittlerweile, ja. Ja, also diese Zeit ist schrecklich gewesen und ich hoffe, es kommt nicht wieder, dass man da irgendwie so krass in seinem Leben beschränkt ist. Das ist schon, also was es für junge Menschen bedeutet, teilweise, also natürlich, du hast recht, ich habe mich ja trotzdem mit Leuten zusammengesetzt, beziehungsweise ich habe mich alleine zusammengesetzt, mein kleines Kämmerchen, und habe mir dann einen schönen Text ausgedacht. Aber wäre diese ganze Konstellation nicht so gewesen, wie sie war, hätte ich den Song nicht geschrieben. Also Corona hat mir da in gewisser Hinsicht, also diese ganzen, das ganze Zeug hat mir schon geholfen, was es angeht, das zu schreiben. Also die Inspiration kommt auf jeden Fall daher, ja. Okay. Ja, was ich spannend finde, ist, wenn man den Song so hört, ich meine, klar, jetzt wenn man fasst das so zusammen und das Thema ist jetzt ja nicht lustig oder so, ne? Also im Endeffekt hat es ja nicht gereicht, wie du es gerade gesagt hast, aber der Song an sich, so die Melodie und so, die ist ja jetzt nicht extrem traurig oder so, ne? Also es ist ja schon so ein bisschen Gegensatz. Ja, auf jeden Fall, das ist totaler Gegensatz. Das ist, der Song ist im Wesentlichen total glücklich. Also was die Melodie und den Sound angeht, denkt man so, ja, klassisches Sommerlied und viel gut Pop. Ja, ist auch so. Das wollte ich auch rüberbringen, weil die Message hört ja nicht auf mit dem traurigen Text und mit den traurigen Lyrics, sondern es soll ja, das war auch wichtig, das ist, hatte ich auch vor kurzem woanders mal gesagt, dass es mir wichtig ist, dass man halt trotzdem diese positive Sub-Message behält und dass man im Leben, es geht ja immer weiter und dass man da irgendwie auch dran festhält, dass alles doch auch sich zum Positiven wendet und man muss halt nur dranbleiben und so ein bisschen dieser Hoffnungsaspekt sollte darüber rauskommen. Das ist ja auch mein Lebensmantra, dass ich halt sage, egal wie schlecht was ist, es wird alles irgendwann wieder gut, man muss nur dranbleiben und deswegen diese glückliche Melodie, weil das Leben ist lebenswert, egal was passiert. Hm.
Okay. Und wie würdest du deinen Stil, jetzt vielleicht auch nicht nur von dem neuesten Song, sondern allgemein, wie würdest du deinen Stil so beschreiben? Also es ist ja jetzt nicht nur dieser Feel-Good-Pop, wie du es eben genannt hast, ne? Also ist ein bisschen Vintage auch. Und was ist es denn? Also wie würdest du es jemandem beschreiben, der es vielleicht noch nie gehört hat? Ja, du hast jetzt schon die essentiellen Keywords gesagt. Also, es ist auf jeden Fall ja. Also, wie soll man es beschreiben? Es entwickelt sich gerade ein bisschen. Ich bin ursprünglich in dem Sektor Indie-Pop unterwegs gewesen, also schon so ein bisschen Indie-Elemente auch. Mit dem neuen Song bewege ich mich auf jeden Fall eher im Pop-Sektor. Was aber auch nicht schlimm ist, weil Pop kann auch sehr, sehr schön sein und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Also ich würde sagen, mein Sound generell ist sehr vielfältig. Ich bin von Indie-Pop bis Elektro-Pop aufgestellt, aber hauptsächlich im Pop-Bereich und schon alles sehr glückliche Musik. Also die Musik ist glücklich an sich, sie ist energetisch und gibt einem Kraft. Die Lyrics sind oftmals eher traurig bis melancholisch. Und ja, das würde ich so sagen, macht so meine Musik aus. Offbeat, Gitarre, Beats sind immer treibend, aufstrebend, energetisch, aber trotzdem nachdenklich. Ja. Und wie kommst du auf diese nachdenklichen Themen? Also bist du so jemand, der sagt, wenn mich was beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel, ne, während der Corona-Pandemie oder auch andere Themen, dass du das dann schreibst? Oder wie kommst du auf deine Themen? Ja, also man, ich glaub, jeder, der Lieder schreibt, der befasst sich hauptsächlich eigentlich mit seinen eigenen Empfindungen und Erfahrungen. Und das ist bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich aus meinem eigenen Leben viele Einflüsse, die halt gerade auf mich einprasseln, wahrnehme und die dann halt auch verarbeite in der Musik, mit der Musik. Ja, okay. Und wie hast du jetzt abgesehen von dem Songs schreiben, was ja auch viele Künstler sagen, was während der Corona-Pandemie echt gut ging, wohl. Aber ich meine, live hat ja gefehlt, ne? Ich meine, jetzt hat man ja so den Eindruck, okay, man darf wieder, mal gucken, wie lange, aber es geht ja momentan. Wie hast du das erlebt, so jetzt nicht auf der Bühne stehen zu können? Ja, an sich war es blöd. Aber ja, also natürlich ist es nicht schön gewesen. Am Anfang war das auch noch alles nachvollziehbar, aber irgendwann hat man sich dann so gedacht, ach Mensch, eigentlich könnte man ja mal wieder. Nur dann wurde halt die dritte, was ich, drittes Verbot ausgesprochen, dass man wieder nicht darf und man hat wieder geplant und geplant. Also das ging ganz vielen Künstlern so, dass man oft Sachen abgesagt hat, verschoben hat. Und das Problem ist halt, was man halt als Zuschauer da nicht so sieht, wenn man so ein Konzert besucht. Das sind halt schon, das ist teilweise ein halbes Jahr Vorbereitung, dass man überhaupt so ein Konzert fahren kann. Man muss die Sachen einstudieren. Man muss mit den Leuten das alles richtig takten. Man muss sich ein Konzept überlegen, wie man das macht. Und das ist halt durch diese schreckliche Achterbahnfahrt, dass man da Verbote ausgesprochen hat und dann doch wieder vielleicht dürfte. Und es ist immer so ein ambivalentes Verhältnis gewesen, was die Maßnahmen anging. Und deswegen konnte man das nicht abschätzen. Ich hätte es gerne gemacht. Es hat mir schon sehr gefehlt. Aber jetzt tatsächlich bin ich gerade erstmal ein bisschen vorsichtig, weil man weiß auch nicht, was im Herbst jetzt wieder passiert. Und viele Künstler, die ich so kenne, mussten wirklich, also finanziell auch tief in die Tasche greifen, weil das Na klar. einfach immer wieder absagen und neu machen, das war schon, ist nicht so leicht gewesen. Ja. Jetzt lass uns noch mal einen kleinen Themenschwenk machen. Das war nämlich mit das Erste, was mir eingefallen ist. Wie bist du denn auf deinen Künstlernamen gekommen, sag mal. Ich da, so Henry, okay, dachte ich, okay, er. Aber wer ist denn der Waiter? Also, das ist eigentlich ganz leicht erklärt. Das bin ich mit zwei Persönlichkeiten. Ah, Ich bin okay. der Henry und der Kellner. Ja, ich liefere mir selbst die Songs sozusagen und ja, der Kellner ist so ein bisschen der immer so sucht und mich halt bedient, in Ja. Anführungsstrichen, und mit neuen Ideen beliefert. Und der Henry in mir ist derjenige, der halt so ein bisschen abwägt, nachdenklicher ist und dann halt entscheidet, ja, den Song mache ich dann final und werde da auch mein Gesang dazugeben. Das ist so ein bisschen dieser innere Zwiespalt, den ich damit ausdrücken will, weil so jeder Musiker kennt es, glaube ich, oder wenn man selbst Lieder schreibt, dass man oftmals viele Ideen hat und aber nicht alles davon verwertet werden kann. Und ich habe wirklich viele Ideen, nur ja, also bis zu 90% meiner Sachen, die sind unveröffentlicht und das ist auch gut so, weil man hat oftmals, also man hat schöne Ideen manchmal und da kann man dann auch was Cooles draus machen, aber es ist auch
wirklich viel wert, wenn man sagt, als Künstler oder jetzt in dem Falle der Kellner, der jetzt immer untriebig ist und sagt, ja, ich liefere dich hier den hunderttausendsten Song an. Und ich sage dann halt, ja, cool, lass mal versuchen. Und wenn das nicht wird, dann wird das halt nicht. Also dann ist nicht schlimm. Dann liegt er halt rum und vielleicht wird das irgendwann oder vielleicht wird das nie. Das ist so ein bisschen, das soll auch so ein bisschen den Entstehungsprozess zeigen, wie meine Lieder entstehen. Sehr interessant, weil das war echt das Erste, wo ich dachte, so, was ist das denn jetzt? Aber gut, jetzt schließt sich so ein bisschen zusammen. Ja, aber dann lass uns noch mal ganz kurz über die nächsten Monate sprechen. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja alle keine Glaskugel und wir wissen ja jetzt nicht, wie geht's weiter, geht's überhaupt irgendwie weiter mit Live und so weiter. Ja. Wie, mal angenommen, es geht weiter. Wie sehen denn deine Pläne jetzt gerade aus für? Ich meine, jetzt ist ja der neue Song ist ja draußen. Wie geht's denn jetzt bei dir so die nächsten Wochen, Monate? Also, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, und da bin ich auch nach wie vor dran, weiter Lieder zu veröffentlichen. Also ich bin da tatkräftig dabei, neue Sachen zu schreiben. Und das mache ich die ganze Zeit. Und ich bin aber auch dabei, live aufzustellen und einfach zu gucken, wie sich das entwickelt. Weil wenn es stetig bleibt und man wieder ein bisschen besser planen kann, dann will ich bereit sein. So, das muss ich auch einfach, weil es macht ja auch Spaß und ist alles sinnvoll. Deswegen, also ich bereite mich da einerseits drauf vor und andererseits ist es wichtig für mich auch weiterhin Veröffentlichungen zu haben, die einfach ja weiter für mich auch gut sind. Also wo ich so sage, so ein Song, der ist ja manchmal in einer Woche geschrieben, manchmal dauert es 2 Monate und man kann halt nie absehen, was für ein Song das ist. Und deswegen, also ich bin jetzt tatkräftig dabei, schon Anfang des Jahres immer weiterzuschreiben und weiterzumachen. Und da habe ich jetzt auch einiges. Also in der Zukunft, was ich sicher sagen kann, ganz abgesehen von äußeren Einflüssen, es wird neue Lieder geben und es wird immer weitergehen. Da habe ich Bock drauf. Und ja, da versuche ich im Rahmen des Möglichen alles zu machen, was ich kann. Sehr cool,